Guten Abend, meine Lieben. Ich grüße euch von ganzem Herzen. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen hier von euch. Dankeschön. Bevor ich beginne einmal mit den Tagesbotschaften, was darf dich hier erwarten ab morgen, den 15.03. Meine Liebe, mein Lieber. Diesbezüglich der Anfragen, der E-Mails einmal eurerseits, ja. Kann es natürlich einige Wartezeiten geben, da ich versuche immer alles so schnell wie möglich zu beantworten. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich hier für das Vertrauen von euch. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, dass so eine Legung eine immense Kraft für mich bedeutet, ja, bezüglich Privatlegungen. Ich arbeite rein intuitiv, ja, ich lese mir nicht die Bücher durch. Ich gehe auch nochmal ins Detail bei Privatlegungen, ja. Also ich kann nicht diese Legungen hintereinander weg durchführen, an einem Tag jetzt 4 Legungen durchführen. Aus dem Grund bitte ich um etwas Geduld, ja. Gestern zum Beispiel war es so, dass durch den 13., dass es Schwierigkeiten gab, überhaupt ein Video hochzustellen, meine Lieben, und technische Probleme hier einfach aufgetreten sind und dass dies dann ein bisschen mit Geduld einmal handzuhaben ist, ja? Seht mir dieses bitte nach. Vielen Dank einmal dafür. Ich beginne direkt für die Tagesbotschaften hier, für den Freitag, für den Samstag, für den Sonntag. Was darf dich hier erwarten in der Liebe? Was kommt auf dich zu, ja? Was möchte das Universum dir hier bei mir einmal mitteilen? Ich starte direkt, gehe im Anschluss in die Deutung für dich über. Meine Liebe, mein Lieber, wir haben hier einmal die Welt, Körper, Geist und Seele, ja. Des Weiteren haben wir hier die 7 der Schwerter, unangenehme Situationen. Und wir haben den König der Stäbe, Optimismus, Mut, Autorität, Dynamik. Ich gehe weiter mit den Kipperkarten. Einmal die trüben Gedanken. Mit den Lenormand-Karten. Wir haben den Turm, den Anker. Das Karma und das Glück. Ich hoffe, du kannst das hier so ganz gut sehen. Das ist ein bisschen schief, sehe ich gerade. Aber ich zeige es, wie gesagt, gleich in die Kamera direkt rein. Ich gehe weiter mit den Karten der Liebe. Die Naivität. Die wahre Liebe. Problematiken der Familie. Hier müsste noch eine Karte rum, aber die wollte vorne raus. Wir haben hier den König der Kelche und wir haben hier Bube der Schwerter. Eine Botschaft noch von Amor. Romantische Liebe. Wirf deine Bedenken über Bord. Mein Lieber, ich gehe jetzt einmal weiter auf den Samstag.
König der Stäbe. Und die männliche Hauptperson ist hier einmal gefallen. Wir haben den Brunnen, den Tod, den Park, die Rivale und die Schlange. Da wir noch für den Sonntag liegen, muss ich das hier alles ein bisschen höher ziehen, damit du auch alles im Bild hast gleich. Und ich gehe weiter mit den Karten der Liebe. Falsche Geisteshaltung. Keck sein. Ein Traum wird wahr. Was möchten dir die Engel sagen? Eine möchte noch raus. Wir haben wieder die religiösen Faktoren und die Leidenschaft. Ich gehe weiter mit den Tarotkarten. Die Liebenden. Amorsbotschaften. Ich möchte noch eine Karte raus. Die heilige Vereinigung. Für immer. Wunderschön, wie die Karten miteinander sprechen, ja. Und ich gehe weiter auf den Sonntag. Da möchte noch eine raus. Der Ritter der Münzen. Wird interessant, meine Liebe, mein Lieber. Die Hohepriesterin. Entschuldige bitte, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ich gehe weiter mit den Lennemann-Karten. Haben sich hier schon Karten umgedreht. So, das ist einmal die weibliche Hauptperson. Ja, da wir hier die Rivalen haben. Und dieses deute ich dann auch so. Die wollte allerdings eben schon raus. Wir haben die weibliche Hauptperson, die Mäuse, die Sense und die Lilien. Benötigen hier noch eine Kipperkarte. So. Und hier ist ebenfalls die weibliche Hauptperson gefallen. Wunderschön. Heilung.
Kühlschrank. Meine Liebe, mein Lieber, es tut mir leid, die Kamera ist wieder ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wann das angehalten hat. Zumindest ist das Vertrauen hier. Einmal möchten dir die Engel diese Karte mitteilen. Ja, das Vertrauen. Ich möchte noch eine Karte raus. Wir haben hier die Münzen, die drei der Münzen und wir haben hier den Ritter der Schwerter. Ja, wir haben hier auch schon das, hier haben wir ebenfalls den Ritter einmal, ja, von den Tarotkarten. Amos Botschaften hier für dich. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Meine Liebe, mein Lieber, ich werde direkt starten. Hier einmal die Deutung für morgen gehen, ja. Wir haben hier einmal mit der Welt, Körper, Geist und Seele, eine Vereinigung, Lebenskräfte, Harmonie, angekommen sein, mit sich im Reinen sein. Ja? Des Weiteren haben wir hier die sieben der Schwerter, unangenehme Situation, Betrug, Dieb, Verlust. Und wir haben den König der Stäbe, Optimismus, Mut, Autorität, Dynamik. Und die trüben Gedanken. Für den morgigen Tag einmal hier oder wann auch immer das, diese Botschaft dich hier erreicht. Ja? Es geht darum, dass man hier sich momentan, ja, der Turm ist gefallen und dieses werde ich dann natürlich auch im beruflichen einmal deuten. Man fühlt sich hier absolut nicht wohl. Ja, man fühlt sich hier niedergeschlagen. Es gibt hier morgen eine unangenehme Situation. Ja, oder wann immer auch dich das Video erreicht einmal. Es geht hier um Betrug, es geht hier um Hintergehen, ja. Wir haben hier auch wieder die falsche Schlange, die weibliche Person, aber darauf gehe ich dann gleich. Hier wird morgen etwas aus dem Gleichgewicht geraten, bekomme ich hier rein, ja. Dadurch bekommt man natürlich, hat man die trübe Gedanken, hier diese Person steht direkt am Abgrund und man ist hier sich seiner, man fühlt sich nicht mehr sicher, man fühlt sich hier so arg betrogen, hintergangen, dass man aus dieser unangenehmen Situation einfach sich entziehen möchte, ohne jegliche Aussprache oder ohne jegliche Kommunikation bekomme ich hier rein. Ja, man möchte sich am liebsten hier verkriechen. Kann natürlich für die Firma, wie ich das auch eben sagte, ja, egal ob du für deinen Wunschpartner schaust, ob du für dich selber schaust, für deine Wunschpartnerin. Morgen gibt es definitiv hier eine unangenehme Situation. Ja, das Universum möchte dir ganz klar sagen, dass du einmal in deine Kraft kommen sollst. Hier mit dem König der Stäbe. Ja, hier geht es um Optimismus, Mut, Autorität, Dynamik. Ja, man sollte hier voranschreiten, auch wenn es unglückliche oder negative Situationen gibt. Heißt es ganz klar, dass du hier ganz in deine Kraft kommen solltest, ja, dass sich hier alles glücklich deinerseits fügen wird, ja, egal in welcher Lage du hier einmal schaust. Kamera ist wieder ausgegangen, es tut mir leid, ja. Den Turm hatte ich ja bereits schon einmal gedeutet für dich, ja. Diese Ängste, diese Problematiken, ja. Ich glaube, wir haben es hier mit einer sensiblen Person zu tun, denn dies ist tief verankert in dir drin, ja. Oder bei deinem Gegenüber ist das ganz tief verankert, dass man hier diese Ängste hat, das Karma steht dann auch einmal, das ist einen längeren, in der Vergangenheit geht es hier schon über einen längeren Zeitraum einmal, ja. Es kann sein, dass es durch die Ahnen mitgebracht wurde, ja, dass du diese Ahnenproblematiken hier auch hast, denn wir haben hier auch die Probleme in der Familie. Und diese Karte sagt auch ganz klar aus,
dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Ja, hier geht es um alle Problematiken. Das heißt, dass man hier diese Sachen weiterträgt, Vergangenes weiterträgt. Sei es der Mutter her, sei es vom Vater her, sei es vom Opa oder Oma her. Ja, es können Verstorbene sein. Es gibt hier Verstrickungen, die man nicht gelöst hat. Ja, die sitzen ganz tief in einem verankert. Des Weiteren ja, man war in der Vergangenheit arg naiv gewesen, ja. Ich bekomme die Vergangenheit rein, dass man hier naiv ist, aber auch, dass man hier, ja, man hört, ich bekomme rein, dass man mehr auf sein Ego geachtet hat, anstatt auf sein Herz, ja. Das Herz schreit im Grunde genommen, wie die Karte Naivität auch hier aussagt, ich zeige euch gleich das Bild, aber das Ego, der kleine Teufel, sagt hier immer etwas anderes und darauf hörst natürlich du oder dein Gegenüber, ja. Einmal ganz klar hier. Es geht für dich in die wahre Liebe. Beruflicherseits geht es natürlich hier in die Vollkommenheit. Hier geht es in eine Pracht. Ja? Hier wird es positive Aussichten einmal für dich geben. Ja? Das sagt ja auch der Klee. Hier wird es in etwas Beglückendes gehen. Wir haben also nicht nur negative Karten hier für den morgigen Tag. Und das sagt ja auch einmal der König der Stäbe. Bleibe bitte optimistisch, ja. Habe den Mut, nach vorne zu schreiten, ja. Ganz klar hier einmal. Bleibe in der Autorität und im Optimismus. Ja, mehr kann ich hierzu nicht sagen. Das sind ja klar aussagekräftige Karten hier einmal von den Tarotkarten, die immer sehr, sehr klar und aussagekräftig sind. Ja. Wir haben hier auf der Karte der König der Kelche. Einmal zwei Personen, eine männliche und eine weibliche. Man möchte dir hier den Kelch erreichen. Ja, das ist das Ass der Kelche. Und das ist hier, ich bekomme das so rein, dass man sich hier deiner noch nicht so traut. Oder bezüglich, man hat hier, man wägt hier etwas ab. Ja, man entflieht einer Situation, man ist so... So wie die Karte Bube der Schwerter hier. Schaut mal, diese Person steht hinter der Dame. Du bist in deinem vollen Bewusstsein. Das ist für all die auch, die hier, wenn du für deinen Wunschpartner schaust, ist für all die Menschen, die dann auch in Heilung waren. Ja, meine Liebe, mein Lieber. Denn ich bekomme das rein bei der männlichen Person hier. Diese selbstbewusste Dame, er weiß ja gar nicht, wie er da agieren soll. Ja, das bekommt man da ganz klar auf dem Bild zu sehen, dass er weiß es nicht. Ja, das sieht man auch in seinem Gesicht. Ich hoffe, ihr könnt das hier ganz gut sehen. Ja, und diese Dame ist voll in ihrer Macht, in ihrer Kraft, in ihrer Stärke wie eine Königin. Ja, und er wägt hier noch etwas ab. Das sagt die Karte hier einmal ganz klar aus. Dein Gegenüber möchte dir hier ganz klar einen Kelch überreichen. Ja, man möchte hier in diese Romantik, in diese, man möchte mit dir verschmelzen. Einmal die Karte, der König der Kelche. Ja. Amos-Botschaften möchten dir sagen, eine romantische Liebe, Amos Pfeil hat getroffen. Ja. Und wenn du hier noch in deinen Problematiken drin bist, ja, dann möchte dir Amos auch ganz klar sagen, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Ganz klar hier einmal. Denn wir haben das auch hier mit den Tarotkarten, was ich eben auch sagte, zweimal, ja. Du solltest den Mut aufbringen oder dein Gegenüber wird hier mutig sein und wird den Mut aufbringen deinerseits, ja. Aber man wägt noch etwas ab, man traut sich hier nicht. Ganz klar hier einmal, ja. Und auch diese Problematiken hier, die in einer Firma oder in einer Behörde hier einmal, wo es erstmal nicht richtig vorangeht, ja, da du oder dein Gegenüber das so mit den Problematiken hier, mit dem Karma, was nicht gelöst wurde, fest verankert ist, ja, sollte man da
diesbezüglich trotz alledem Vertrauen haben, denn hier wird es hingehen. Und das ist eine sehr, sehr positive Karte. Und die Armutsbotschaften sagen hier auch, wirf all deine Bedenken über Bord. Ja, ganz klar, in welcher Lage du auch hier schaust, lass dich in meine Arme versinken. Ja, also hier gibt es positive Nachrichten für dich und für dein Gegenüber. Nur man legt hier noch etwas ab. Das ist ganz klar. Ja, mit den Karten. Ich gehe einmal hier in das Buch, einmal für den Bube der Schwerter. Ja. Was diese Karte, die ich hier für den morgigen Tag einmal aussagen möchte. Es geht hier um in die Ferne gehen, die Zweifel. Wir sollten einen Weg finden, um trotz der großen Entfernung miteinander zu sprechen und uns zu finden. Ja? Und das ist auch einmal ganz klar, dass man hier erwägt noch was ab. Das sieht man hier auch ganz klar auf dem Bild. So bekomme ich das hier rein. Und es wird auch Nachrichten geben diesbezüglich. Es wird hier Glück eurerseits auch geben. Ja, ganz klar. Des Weiteren mit der Karte der König der Kelche. Hier geht es einmal um Magie des Gewürztees. Eine klare harmonische Beziehung muss mit Überraschungen, Staunen und kontinuierlichen kleinen Uneinigkeiten genährt werden. Ja, man möchte dich hier den Kelch überreichen, einmal ganz klar. Ja. So, meine Liebe, mein Lieber, ich gehe weiter auf den Samstag. Was wird dich hier erwarten? Schau bitte, was für dich hier einmal stimmig sein könnte. Oder vergiss bitte nicht, dies ist eine allgemeine Legung. Ja? Es kann nicht jeder hiermit in Resonanz gehen. Wir haben die Hauptperson, die männliche Hauptperson, haben wir hier. Ja? Und des Weiteren haben wir die Königin der Stäbe. Sie spricht von Unabhängigkeit, Sicherheit, etwas Offenbaren, um Befreiung, um neue Projekte. Ja, sagt sie auch aus. Man möchte hier neue Projekte. Also, was ich hier reinbekomme, ganz klar einmal, ist bezüglich deines Wunschpartners. Wenn du ein Mann bist, für deine Wunschpartnerin schaust, schau bitte, ob das für dich hier, so wie es hier liegt, stimmig ist. Ja, ob du damit in Resonanz gehst. So, es geht hier einmal um eine männliche Hauptperson, ja. Diese männliche Hauptperson strebt die Unabhängigkeit an, ja. Man möchte hier Sicherheit, man möchte etwas offenbaren, ja. Man möchte hier etwas entschlüsseln für die Zukunft. Man möchte sich hier befreien, man möchte neue Projekte. Das hatten wir letztens, glaube ich, schon. Das einmal ganz klar hier. Das ist bei deinem Wunschpartner, bei der männlichen Person hier ganz, ganz tief und fest verankert, ja. Das möchte man hier einmal raus, ja. Man möchte hier etwas lösen, man möchte hier auferstehen. Man geht hier in neue Projekte, man wird hier etwas mit dem Park, möchte man hier etwas öffentlich machen. Ganz klar hier einmal. Ja, wir haben hier die Rivalin, man hat hier, das ist diesbezüglich der falschen Schlange, das ist die falsche Person einmal diesbezüglich deines Wunschpartners oder bei dir, wenn du ein Mann bist und hier einmal schaust, ja, steht diese Person als die Rivalin. Diese Person hat einen krank gemacht, ja, die Schlange steht für Krankheit, für schlechte Menschen, schlechte Personen, hier einmal im Umfeld, in der Öffentlichkeit. Man möchte hier jetzt raus, man möchte etwas bekannt machen, in der Öffentlichkeit, ja, aber natürlich auch das Wiedersehenstreffen mit dir. Es geht hier um eine klare Dreieckskonstellation. Dein Wunschpartner ist hier noch, was diese Person betrifft, ja. Und ich bekomme auch rein, man wird hier umschlängelt, ja. Man wird hier umschlungen, ja. Man bekommt hier keine Luft. Diese Person macht einen krank. So, und man möchte jetzt hier etwas öffentlich machen. Ja, wir schauen gleich was. Ja, und wir haben ja hier schon ganz klar, so, entschuldigt bitte, wir haben hier die religiösen Faktoren, ja. Es kann natürlich auch sein, dass eine Tante, eine Schwester, das ist definitiv die Rivalin, wenn du für deinen Wunschpartner schaust, gibt es hier eine destruktive Person. Meine Kamera ist wieder ausgegangen. Diese destruktive Person hier einmal, ja, möchte... Oder hat deinem, so wie ich es hier reinbekomme, hat sie deinem Gegenüber hier immer etwas vorgegaukelt? Hier wurde die falsche Geisteshaltung, hier wurde einem was vorgegeben, was dein Gegenüber gar nicht war. Ja? Er hat hier gar nicht
Man hat hier den Blick für die Realität gar nicht mehr gesehen, ja? Man konnte die Realität gar nicht mehr sehen, ja? Man wurde hier so umschlungen von dieser falschen Person, ja, meine Liebe, mein Lieber, dass man hier nichts mehr gesehen hat. Ja, ganz klar hier einmal. Die religiösen Faktoren, dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Ja, meine Liebe, mein Lieber, wir haben hier schon die Problematiken in der Familie. Des Weiteren haben wir hier dein Gegenüber oder du befindest dich hier einer anderen Nationalität zugehörig, ja? Du gehörst hier einer anderen Nationalität an oder dein Gegenüber oder hast dich in der Vergangenheit spirituell weiterentwickelt. Du hast hier in der Kindheit einmal eine harte Religion genossen, sprich musstest hier einiges über dich ergehen lassen, obwohl das gar nicht in deinem Willen entsprach, ja? Des Weiteren haben wir hier ein Traum wird wahr. Ganz klar hier einmal. Denn hier wird etwas mit dem Park, wird es hier öffentlich gemacht. Ich bekomme gar nicht das Wiedersehenstreffen mehr oder weniger rein, sondern hier wird etwas kundgegeben. Hier wird etwas öffentlich gemacht. Wir haben hier auch den Turm, ja. Wir haben hier mehrfach die Öffentlichkeit auch. Es kann auch sein, ich bekomme hier etwas Größeres rein, dass da für dich ein Traum wahr wird. Hier wird man auf jeden Fall zurückkehren. Hier wird etwas wird hier passieren. Ja, wir schauen einmal weiter mit den. Hier gibt es eine heilige Vereinigung. Ja, Amor möchte dir sagen, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Es wird eine heilige Vereinigung geben, ja. Indem es hier bekannt gemacht wird. Es kann auch sein, dass dann gegenüber hier die Scheidung einreicht. Wir haben hier den Turm mit der Öffentlichkeit, dass man sich jetzt knallhart, dass man einen Schlussstrich zieht. Wir haben hier auch die Sense. Ja, hier wird etwas knallhart abgeschnitten, ja. Es wird hier etwas gecuttet, ja. Hier wird etwas in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, ja. So, es geht weiter, die Liebenden von den Tarotkarten, ja. Hier ist auch eine Person drauf, und zwar diese Person, ja. Die falsche Person, die sich hier arg dem Männlichen präsentiert und er aber nur die andere Person fest umschlungen hier einmal festhält, ja. Dass man hier ganz klar sieht, er hat auch das Bein nach oben. Ich zeige es auch direkt in die Kamera. Er hat das Bein nach oben und hat diese Abwehrhaltung einmal zu der Seite und der Engel da oben ist direkt da auf diese andere Person gerichtet. Ja, ich hoffe, ihr könnt das hier ganz gut so in der Kamera sehen. Da oben ist der Engel. Moment. Da oben in der Ecke. Und hat auch die andere Person, die er dann auch festhält. Und diese Person, die sich hier eine, ja, das ist, man sieht es da, dass sie sich hier mehr oder weniger ihm aufzwingt, ja, und dein Gegenüber möchte das nicht mehr. Er hat es jetzt endlich erkannt und auch gesehen und er möchte diese heilige Vereinigung einmal mit dir. Ja, das ist ganz klar, sagt das diese Karte aus, so wie ich das hier jetzt auch reinbekomme, ja. Ich möchte ganz gerne hier einmal nochmal in das Buch schauen für dich, ja, damit du da ein besseres Bild dann auch hiervon haben kannst. Ja, und die Karte sagt aus, Verführung, rote Magie der Pflanzen, die Natur ist ein unfehlbarer Wegweiser. Pflanzen und Tiere sind Beispiele, die man nachahmen sollte. Der magische Duft verführt und steht bei wichtigen Gefühlsentscheidungen bei, ja. Und wir haben in dem Hauptthema haben wir die rote Magie und die steht einmal für die Verführung. Und hier ist es auch ganz klar, dass diese Person, wenn ihr genau hier hinschaut, könnt ihr das vielleicht auch sehen, ja, dass er hier verführt wird und dies aber gar nicht möchte. Ja. Und dein Gegenüber wacht jetzt hier auf, dass er dies alles gar nicht wollte. Man war hier, man fühlte sich befangen da mit dieser Schlange, ja. Ja, ich gehe einmal weiter für dich. Was möchten dir die Karten für Sonntag, was möchte das Universum dir hier mitgeben, mitteilen? Hier haben wir den Ritter der Münzen. Spricht von Ehrgeiz, Hartnäckigkeit, Beständigkeit, voller Eifer, Sehnsucht nach einer Partnerschaft. Ja? Also hier ist es einmal ganz, ganz klar,
dass dein Gegenüber sich hier sehnt. Ich bekomme hier zwei Szenarien einmal rein. Ich gehe gleich bei der zweiten in die Deutung. Ja? Des Weiteren haben wir die Hohe Priesterin, verborgenes Geheimnis, Rätsel, Intuition, Dunkelheit. Ja? Und wir haben die weibliche Hauptperson. Schau, wie das für dich hier einmal stimmig ist. Wie gesagt, hier sind zweimal die weibliche Hauptperson gefallen. Es kann natürlich auch sein, dass du als Dame hier einmal für dein Gegenüber, für deine weibliche Wunschpartnerin schaust. Ja? Schau, wie für euch das stimmig einmal ist. Ja. Zumindest, ja, hier geht es darum, man hat dieses Streben nach einer Zusammenkunft, man hat das Streben, man ist hier auch ganz eifrig, ja, als Single hier, wenn du ein Single bist, ist natürlich auch so, dass du hartnäckig natürlich dahinter, du beharrst da drauf, du möchtest jetzt endlich einen Partner, du möchtest hier raus, ja, hier ist alles für dich zu viel, wir haben natürlich auch hier den Frühling und es wird für viele Menschen, hier wird es Rückkehren geben, ja, bezüglich des Wunschpartners, der Wunschpartnerin. Ja, hier wird einiges auseinandergebracht und auch zusammengeführt, was zueinander gehört und was nicht mehr zusammengehört, meine Liebe, mein Lieber. Und hier auch für die Singles steht es hier ganz klar, dass man hier etwas Neues anstrebt. Wir haben ja hier auch das Anstreben der Projekte. Also es sind eigentlich sehr, sehr gute Botschaften. Der Ritter der Münzen steht einmal auch für das Stürmische, für die Sehnsucht auch, ja. Man hat hier das Verlangen, ja. Und hier gibt es ein verborgenes Geheimnis. Wenn du für deinen Wunschpartner schaust, ist es einmal so, oder für deine Wunschpartnerin, hier liegt ein verborgenes Geheimnis einmal. Entweder deine Wunschpartnerin oder dein Wunschpartner verbirgt hier etwas an tiefer Dunkelheit, ja? Es kann aber auch sein, dass du hier von deinem Wunschpartner, man spiegelt sich ja immer, und dass du hier in tiefer Dunkelheit, was die Karte schon aussagt, die Hohe Priesterin, dass sich hier Geheimnisse offenbaren während der Nacht, während des Schlafes, dass du hier einmal träumst von deinem Gegenüber, dass hier einiges offengelegt wird, ja. Und dass du somit natürlich absolute Klarheit bekommst, auch diesbezüglich deines Wunschpartners. Die weibliche Hauptperson, ja, was hier noch an ihr nagt, ganz klar, wird hier jetzt gecuttet, meine Liebe, mein Lieber. Hier wird etwas gecuttet, ja. Ja, was wird hier abgeschnitten? Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Hier bekomme ich rein, dass du als weibliche Hauptperson hier die falschen Freunde, falsche Freundschaften gepflegt hast, ja. Dass man hier wird etwas offenbart, hier wird dir etwas offengelegt, in welcher Form auch immer. Du willst, denke ich, dahinter kommen. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann weißt du mit Sicherheit, wovon ich spreche hier, ja? Hier wird eine Freundschaft auseinandergehen, ganz klar, ja? Weil dieses nicht rein war einmal, ja? Hier geht es um tiefe leidenschaftliche Gespräche, aber ich bekomme auch rein, dass das zwischen euch nicht im Einklang war, ja. Man hat hier diese Gespräche, man wurde in den Gesprächen getäuscht. Hier haben wir die Täuschung auch direkt liegen, ja. Und du wurdest hier arg von einem Freund, von einer Freundin getäuscht. Da wir die Freundschaft hier drauf liegen haben, also beide Geschlechter, männlich wie weiblich, schau, wie das für dich einmal stimmig ist. Dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin möchte dir hier ganz klar sagen, es ist für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Ja? Man schüttelt auch hier dein Wunschpartner, was wir hier haben mit der männlichen Person. Ja? Er schüttelt auch alte Freunde, was hier einem nicht mehr dienlich ist, wird jetzt gecuttet, wird getrennt. Ja? Es wird auseinandergegangen, was nicht mehr zusammengehört. Und dazu gehören natürlich auch die falschen Freunde. Da man so arg getäuscht wurde hier, natürlich auch von dieser missgünstigen Person, ja, die falsche Schlange. Man wurde vergiftet hier auch, sagt der Tod auch ganz klar, man wurde hier vergiftet. Tiefe, tiefe, tiefe Verletzungen bekomme ich hier rein einmal, ja. Steht für Detox, steht für Gift, steht für Krankheit, steht für jegliche negative Sachen hier eben, ja. Habe bitte Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben, meine Liebe, mein Lieber. Habe bitte Vertrauen, ja. Denn
Es ist für immer und es wird eine heilige Vereinigung geben. Denn Amos Pfeil hat getroffen. Des Weiteren haben wir hier einmal die drei der Münzen. Diese Karte sagt mir ganz klar aus, dass es hier eine Vereinigung gibt. Also diese Leidenschaft, die hier auf dem Bild ist, dazu kann ich hier nichts mehr sagen, meine Liebe, mein Lieber. Ja, ganz klar hier einmal. Hier wird man Leidenschaft miteinander vereinigen. Ja, leidenschaftlich miteinander sein. Tiefe Gefühle austauschen, ja. Das hier einmal ganz klar. Des Weiteren haben wir den Ritter der Schwerter. Ja, und die Karte sagt auch ganz klar aus, was ich eben schon sagte. Hier mit der Schlange. Hier wird etwas abgeschnitten, hier wird etwas zu Ende gebracht, hier wird etwas gecuttet. Denn, schaut euch mal die Karte an. Hier wollte man bezüglich des Wunschpartners, bezüglich dieser Drittperson, ja, wollte man hier herrschen über diese Person. Ganz klar hier einmal. Das seht ihr auch, ja. Man hat die Haare in der Hand, man hat hier eine Peitsche in der Hand. Man wollte über deinen Wunschpartner hier einfach sich nur das Recht nehmen. Man hatte gar keinen eigenen freien Willen, was ich hier auch schon sagte, ja, die falsche Geisteshaltung. Man hat deinem Wunschpartner, deiner Wunschpartnerin hier etwas aufgezwungen. Ja? Und das ist hier einmal ganz, ganz klar hier auf dem Bild sichtbar. Da brauche ich nichts mehr zu sagen, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Ja, hier hat man etwas aufgezwungen bekommen. Und hier einmal die familiären Problematiken und ihr seht hier auch, hier stehen zwei Menschen noch hinter der Tür, ja. Das heißt, dein Gegenüber, hier sind mehrere Personen involviert, ganz klar hier einmal, ja. Man wurde hier wirklich vor Dritt-, Viert-Personen erniedrigt und gedemütigt. Wahnsinnsbotschaften hier. Ja, meine Liebe, mein Lieber. Schaut bitte, wie ihr hier damit einmal in Resonanz geht. Ich wünsche euch hiermit alles, alles Liebe. Fühl dich umarmt. Bis dahin.